Ich bin Bernd Folgens, Motorjournalist und schraube, seitdem ich 14 bin, an allen möglichen Kisten rum. Und diesen Video hier hinter uns, den bringen wir jetzt in 7 Folgen zusammen mit Amazon auf Vordermann. Das machen wir aber nicht für uns, das machen wir für euch, denn ihr könnt den Wagen am Ende gewinnen. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Fahrzeugpflege, ganz gezielt mit dem Innenraum, weil der Wagen ist jetzt 9 Jahre alt, der hat ein bisschen was erlebt, da sind viele Leute durchgerutscht, entsprechend sehen die Polster und der Innenraum aus. Und welches Produkt ich für diese Pflege nutze, zeige ich euch jetzt. So ein Auto muss natürlich nicht nur von außen sauber sein. Der Innenraum ist natürlich auch total wichtig. Also in einer schmuddeligen Handwerkerkiste zu sitzen, wer hat da schon Bock drauf? Ich habe hier den Auto-Innenreiniger. Auch hier ist es total wichtig, eine Materialverträglichkeit, eine gute Materialverträglichkeit. Wenn der Kunststoffe angreift, gerade diese Soft-Lacke oder sowas, wenn der Gummi angreift, das ist total für den Hintern. Das sind Schäden, die kriegt man nicht so einfach weg, das möchte man nicht. Auch Stoffe oder so, die Farbechtheit auf Stoffe, man hat ja auch so Filzgeschichten und so, das soll natürlich alles die Farbe behalten. Das Gute an diesem Reiniger ist, ich kann den wirklich überall anwenden. Ich kann damit den Himmel abwischen, ich kann die Sonnenblenden abwischen, ich kann das Armaturenbrett machen, ich kann die Türverkleidung, ich kann hier echt alles mit behandeln. Ich könnte auch einen Fleck vom Polster wegmachen, auch wenn es da richtige Polsterreiniger für gibt. Aber auch das funktioniert mit diesem Reiniger. Ich kann auf die Plexiglasscheibe von dem Armaturenbrett gehen, also von den Instrumenten. Ich muss keine Angst haben, dass die milchig werden. Das kann ich alles damit abwischen. Wenn ich da zum Beispiel mit falschem Reiniger raufgehe, dann kann das echt sein, dass die milchig werden. Ne? Man kennt das zum Teil von den Scheinwerfern vom Auto, von außen, dass die so milchig werden. Das kommt oft tatsächlich von falschen Reinigern. Und damit kann man echt einen riesen Schaden auslösen. Und die Gefahr sollte hiermit nicht gegeben sein. Also diesen Reiniger kann ich wirklich wohl überall anwenden. Beim Bestellen der Reiniger von Sonax solltet ihr auf die ACN-Nummern achten. Da könnt ihr sicher sein, dass das Produkt tatsächlich das ist, was ihr haben wollt. Ihr könnt auch viel schneller bestellen, weil ihr findet das viel schneller mit der Nummer. So ein bisschen das Produktpiraterie wird vermieden. Wie das genau funktioniert, das erklären wir unter dem Video. Und auch die Nummern zu den Produkten findet ihr unter dem Video. Nach 9 Jahren und viel im Einsatz mufft und riecht der Wagen natürlich etwas von innen und ist natürlich auch etwas verdreckt. Und das wollen wir natürlich nicht. So sollt ihr den natürlich nicht gewinnen. Das heißt, wir machen eine Innenraumreinigung und haben hierfür den Sonax Innenraumreiniger. Das Tolle daran ist, ich kann ihn wirklich auf jeder Ecke und überall anwenden. Bevor wir in die Feinarbeit gehen, gehen wir natürlich erstmal ins Grobe. Das heißt, der ganze grobe Dreck muss erstmal raus. Wenn irgendwie Müll drin rumfliegt, das muss irgendwie raus. Alles schön leer räumen, die ganzen Seitentaschen und das Handschuhfach und so, dass das alles wirklich raus ist und so. Und dann geht man mit dem Staubsauger ran und man arbeitet immer von oben nach unten. Man fängt irgendwie oben an, irgendwie, wenn man die Polster abwischt, erstmal an den Kopf stützen und arbeitet sich runter, damit das alles, wenn man irgendwie was löst, dass es nach unten fällt und man das dann irgendwann später erwischen kann. Ich fange immer irgendwie mit den Sitzen an, einmal die Sitze einmal vernünftig saugen. Das kann man schön die Nähte, weil die Nähten fallen ja immer so zusammen. Wenn man die schön ein bisschen auseinanderklappt, dann kann man die Nähte mit schön sauber saugen. Auch hinten zwischen Rückenlehne und Sitzfläche, da ist ja diese Kante drin, diese Spalte, auch schön reingehen, alles schön absaugen. Also ganz, ganz gründlich alles aussaugen, weil alles, was man an Staub schon mal so rausbekommt, das muss man nachher nicht aufwendig rauswischen. Weiter arbeite ich dann immer über das Armaturenbrett und da habe ich den Trick mit dem Pinsel. Das ist unfassbar. Das schafft wirklich den letzten Staub aus den Ecken und mache es so, dass ich den wie so einen kleinen Besen benutze und immer alles so Richtung Staubsauger fege. Also man fegt wirklich die ganzen Fugen einmal Richtung Staubsauger. Funktioniert auch richtig gut an den ganzen Lüftungsgitter von dem Gebläse, an diesen Gebläsegittern. Da kommst du eigentlich mit dem Staubsauger gar nicht rein, aber wenn du einen schönen Pinsel hast, dann kannst du das richtig sauber rausfegen und das ist der Unterschied. Es gibt ja sozusagen sauber und es gibt den Unterschied. Und das ist der Unterschied. Man nimmt den Pinsel, man saugt das dann so raus und das ist klasse. Und auch so auch an dem Lenkrad, da gibt es viele Fugen. Einmal rumgehen, alles richtig mit Ruhe einmal vernünftig absaugen. Wir haben hier den Sonax Innenraumreiniger und der hat den riesen Vorteil, dass ich wirklich auf allen Materialien arbeiten kann. Der ist die Materialverträglichkeit wert von dem Hersteller garantiert. Verlassen wir uns jetzt auch drauf. Also wir benutzen ihn jetzt wirklich überall. Ich fange da auch wieder oben an, diesmal beim Armaturenbrett. Man kann das mit dem Schwamm machen, man kann es mit der Bürste machen. Ich mache sowas immer mit Mikrofasertuch. Das finde ich immer so ein bisschen schonender zu den Materialien noch. Und gerade jetzt auf dem Armaturenbrett und auch wenn ich über das Cockpit-Display wische und so, da möchte ich ja nicht, dass da irgendwie Kratzer entstehen. Und das heißt, ich habe ein schönes, weiches Mikrofasertuch. Ich sprühe es einfach alles ein und wische das dann schön sauber nach und nach. Manchmal hat man ein bisschen hartnäckige Verschmutzung, muss man ein bisschen mehr wischen.
Wichtig ist halt, dass man nichts auslässt, weil man verändert ja letztendlich da durch das Saubermachen so ein bisschen die Optik des Kunststoffs, weil es so ein bisschen auch auffrischt, sieht alles dann irgendwie so ein bisschen neuer aus. Das heißt, man sollte auf jeden Fall auch immer alles behandeln, also nichts nachlassen. Ne? Wenn ihr unkompliziert bestellen wollt, nutzt die Amazon-App. Und wenn ihr eure Ersatzteile noch einfacher finden wollt, dann nehmt den Pathfinder. Wie das genau funktioniert, steht unter dem Video. Nachdem ich alles gereinigt habe und mit dem Ergebnis natürlich zufrieden bin, ich kann es ja, dann wische ich nochmal einen Feuchten nach. Auch dafür benutze ich ein Mikrofasertuch, so wirklich nur so leicht feucht, also richtig schön ausfringen und einfach nochmal über alle Flächen drüber den letzten Schmutz nochmal mitnehmen, den ganzen Reinigerreste nochmal mitnehmen. Und wenn ich das gemacht habe, dann bin ich tatsächlich fertig mit der Oberflächenreinigung des Armaturenbrettes. Hier bei unserem Video sieht man tatsächlich den Polstern an, dass sie schon ein bisschen erlebt haben. Das heißt, hier gehen wir auch ran. Und ich spare mir jetzt irgendwie einen Polsterreiniger. Ich nehme tatsächlich auch hier den Innenraumreiniger. Man kann das wirklich toll damit machen. Hier gilt tatsächlich großzügig einsprühen, also nicht zu kleinlich sein. Also richtig, richtig ran da. Das wird natürlich alles feucht. Ich muss eine ausreichend Zeit zum Trocknen haben. Aber alles richtig schön nass machen. Und hier ist es besonders wichtig, dass man immer eine komplette Fläche macht. Also nicht Teilbereiche. Also es gibt ja so Spezialisten, die konzentrieren sich dann nur auf den Fleck, machen nur den und lassen den ganzen Rest aus. Dann kann es sein, dass ich wirklich Wasserränder habe, weil die Flächen, die ich denke, die sind sauber, sind nicht sauber. Da wird Staub drin sein und der wandert dann tatsächlich an diese Kante, an der ich da irgendwie gereinigt habe. Also immer die komplette Fläche bearbeiten, die komplette Rückenlehne, die komplette Sitzfläche. Und das mache ich hier auch. Also gründlich einsprühen, schön reichlich. Und dann nehme ich hier aber einen Schwamm und schäume das so auf. Also ich wasche da rum und man sieht es richtig so schön, wie der Schaum sich auch bildet. Und damit aktiviere ich letztendlich die Reinigung. Ich reinige das, lasse mir auch schön Zeit, mache das alles schön gründlich. Und wie gesagt, ganz, ganz wichtig, immer die komplette Fläche. Auch bei den Polstern ist es wichtig, dass ich nochmal mit einem feuchten Mikrofasertuch nachwische. Ich will einfach die Reinigerrückstände aus den Polstern rauswischen. Das dauert ein bisschen, man muss ein paar Mal rübergehen, immer zwischendurch mal ausfringen. Man sieht auch richtig, wie das Wasser dreckig wird. Und auch in diesen Reinigerrückständen ist noch Schmutz drin, man nimmt auch noch Schmutz weg. Das ist ganz, ganz wichtig. Gründlich alles nochmal abwischen. Und dann ist es total entscheidend, dass man dem Wagen Zeit zum Trocknen gibt. Also das Beste ist natürlich, wenn man diese ganzen Arbeiten an einem warmen Sommertag macht. Jetzt wisst ihr, wie ihr die Innenraumpflege so richtig durchziehen könnt, wie es so richtig glänzt und alles schön sauber riecht. Wenn ihr grundsätzlich ein Problem mit dem Auto habt, Amazon hat einen Installationsservice. Wie es genau funktioniert, steht hier unter dem Video. Da steht auch, wie ihr den Bus gewinnen könnt. Ja, das war leider die letzte Folge. Es ist vorbei, das Schrauben hat ein Ende, zumindest hier jetzt. Ich bin auf jeden Fall weiter dabei und vielleicht sehen wir uns irgendwo unter einer Hebebühne.